Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Cuttlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Adelthorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrompton Castle zurzeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Adelthorpe einen Schlupf besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Horton in Thrompton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Middle Fritham nach North Cuttlestone Hall in Thrompton Castle den Schlupf aus Nether Adelthorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cuttlestone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thoresby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrompton Castle bei Lord Molesworth Horton arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cuttlestone Hall zurück, aber nicht über Middle Adelthorpe, sondern über North Thurston, Thrompton Castle, Middle Fritham und Nether Adelthorpe. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nach von Nether Adelthorpe nach North Thurston oder South Thor. Dieses